Ein Hallo an euch alle und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von GTA San Andreas. Ja, in der heutigen Folge werde ich euch mal sämtliche Freundinnen zeigen, die CJ im Spiel kennenlernen kann. Ich habe die Freundin mal in zwei Kategorien unterteilt. Das ist zum einen die Kategorie der Freundin, die man nach einer gewissen Mission kennenlernt. Das sind insgesamt zwei Stück. Und die restlichen vier Freundinnen kann man außerhalb von Missionen kennenlernen, wenn man dann möchte. Ja, ich werde euch immer sagen, in welcher körperlichen Verfassung CJ sein muss, damit sie eben Interesse an ihm haben. Und außerdem werde ich euch auch noch sagen, welche Aktivitäten sie gerne mit CJ unternehmen, um das Date erfolgreich zu gestalten. Ja, ich werde euch auch immer eine Aktivität pro Freundin auf der Karte zeigen, damit ihr wisst, ja, wo ihr da schon mal hinfahren könnt, was sie gerne mögen. Ich denke mal, eine Aktivität reicht. Wer mehr mit den Freunden machen möchte, muss sich halt die Sachen selber irgendwie raussuchen. Ja. Ich werde euch natürlich auch noch die Belohnungen sagen und auch zeigen, die man bei jeder Freundin bekommt. Meistens ist das so, also es gibt einen Fortschrittsbalken bei jeder Freundin und pro erfolgreiches Date bekommt man 5% Fortschritt dazu ungefähr. Und wenn das Date fehlschlagen sollte, verliert man mindestens 5%. Und meistens ist das so, dass man bei 50% und bei 100% Fortschritt eine Belohnung bekommt. Es gibt aber auch Freundinnen, da bekommt man bei 0%, also von Anfang an schon eine recht nützliche Belohnung. Das werde ich euch dann aber auch immer noch sagen. Und noch ein paar Infos vor Beginn. Es gibt gewisse Items, die eben dazu führen können, dass der Fortschritt positiv beeinflusst wird. Die habe ich euch jetzt hier auch mal aufgelistet. In Klammern habe ich euch das aufgelistet, die Freundinnen, die das nicht so gerne mögen. Also beim Blumenstrauß, das mag jede Freundin, aber beim Dildo und Vibrator muss man halt aufpassen. Und dann gibt es halt auch noch die Möglichkeit, die Freundin zu küssen. Das ist auch bei allen Freundinnen eigentlich positiv, außer bei Katie, ja. Da ist das nicht so gut. Da sollte man das unterlassen. Bei allen anderen ab 50% gerne küssen. Außer man hat die 50 Austern gesammelt, denn das empfehle ich euch auch unbedingt gemacht zu haben, bevor ihr die Freundin datet. Dann könnt ihr die Freundin erstmal immer küssen, was jedes Mal 1% mehr bedeutet. Und außerdem steht ihr von Anfang an bei den Freundinnen in einem besseren Licht da. Und sie laden euch halt immer sofort zu einem heißen Kaffee ein. Und wenn ihr bei den Freundinnen in einem besseren Licht dasteht, müsst ihr nicht unbedingt so in der körperlichen Verfassung sein, die sie eigentlich wünschen. Ich habe das im Vorfeld mal ausprobiert. Ich habe 0% Muskelstand und 0% Fett und jede Freundin hat mich direkt genommen. Also die 50 Austern scheinen wahre Wunder zu bewirken. Okay, Leute, ich würde mal sagen, wir beginnen jetzt mit der ersten Freundin. So, beginnen wir mit Denise Robinson. Man lernt sie kennen nach der Mission Burning Desire. Das ist eine Mission bei den Crash Cops relativ am Anfang der Story. Und in dieser Mission rettet CJ sie nämlich aus einem brennenden Gebäude. Und danach kommen die beiden auch schon sofort zusammen. Wie romantisch, oder? Ja, über ihren Beruf ist nichts bekannt. Es gibt allerdings bei der Belohnung, die man bei ihr bekommt, ein Anzeichen darauf, was sie eventuell machen könnte. Aber da komme ich gleich noch drauf zu sprechen. Sie steht auf einen hohen Sexappeal-Wert, ist dabei aber nicht besonders anspruchsvoll. Sie ist ja so gesehen auch die erste Freundin, die man kennenlernt, die erste in der Story jedenfalls. Und dementsprechend ist sie jetzt nicht so anspruchsvoll und ihr müsst nicht so viel dafür tun, dass sie euch mag. In ihrer Freizeit geht sie gerne ein Trinken in der 10 Green Bottles Kneipe. Oder sie geht gerne tanzen im Alhambra Club, der ist in Idlewood. Und sie hat auch nichts einzuwenden gegen ein Drive-By-Shooting. Also wenn ihr in einem Ganggebiet seid mit ihr, wird sie auch sofort schon ihre Waffe zücken. Und dann ist das für sie auch schon ein tolles Date. Also da könnt ihr euch austoben und euch irgendwas aussuchen. Und ja, man kann sie treffen zwischen 16 und 6 Uhr. In dieser Zeit ist sie dann immer zu Hause und ihr könnt was mit ihr unternehmen. Und die Belohnungen, die man bei ihr bekommen kann, sind 2 Stück an der Zahl. Bei 50% Fortschritt bekommt ihr den Autoschlüssel für ihren Wagen. Sie fährt nämlich einen Hustler. Und bei 100% bekommt man das Zuhälter-Outfit. Und naja, Zuhälter-Outfit, da könnte man schon darauf kommen, was sie eventuell beruflich so macht. Aber das sind natürlich alles nur Spekulationen. Okay, Leute, wir machen jetzt einen Ausflug mit ihr. Ich werde euch immer nur pro Freundin einen Ausflug zeigen. Und danach zeige ich euch immer noch die Belohnung, die man halt bei den jeweiligen Freundinnen bekommen kann. Bis gleich, Leute. Da wären wir nun vor Denise Haustür und ich würde mal sagen, wir holen sie mal ab. So, und jetzt müssen wir die Freundin ausführen und sie zu einem Ort bringen, der ihr gefällt.
Und wie gesagt, sie geht gerne in der Green Bottles Kneipe einen trinken. Und ich würde sagen, das machen wir jetzt auch. Und das werde ich jetzt auch die ganze Zeit über machen. Denn ich zeige euch mal auf der Karte, wo sich das Lokal befindet. Nämlich genau hier. Also nur ein paar Meter weiter. Extrem praktisch. Und deswegen werde ich das jetzt auch die ganze Zeit machen. Weil mir geht es nicht darum, Abwechslung zu haben, sondern einfach nur möglichst schnell die 100% Fortschritt bei ihr zu bekommen. Und dann würde ich mal sagen, da wären wir schon. Lasst uns die Gläser heben, Leute. Ach, ist das romantisch, Leute. Das ist gar nicht in Worte zu fassen, wie schön das gerade ist. Ich könnte heulen. Ich könnte es aber auch lassen. So, und jetzt fahren wir sie natürlich noch nach Hause und dann ist das Date auch schon wieder zu Ende. Aber bevor das Ganze jetzt hier zu Ende geht, müssen wir noch einmal kurz aussteigen. So, Denise. Sag mal Tschüss und lächle in die Kamera, kleines Erinnerungsfoto. Na, wink mal in die Kamera, hallo. So, das wär's. Na komm, Denise. Kommst du? Sie will anscheinend noch nicht. Dann müssen wir sie zu ihrem Glück zwingen. Dann fahren wir sie halt ins Ziel. We should do this again. Bye, girl. Bis zum nächsten Mal. Normalerweise ist es ja so, in meinem Fall, ich habe die 50 Austern schon gesammelt. Normalerweise müsste sie mich jetzt zu einem heißen Kaffee einladen. Ich habe allerdings die Vermutung, dass man, wenn man ein Date beginnt und 0% Fortschritt bei einer Freundin hat, dass das Ganze dann noch nicht zählt. Ihr seht jetzt hier, ganz oben in der Statistik, 5%, ich hatte vorher also 0, also möglicherweise beim nächsten Date wird dann der heiße Kaffee dann erfolgen. Das ist jetzt meine Vermutung, weil eigentlich heißt es ja, wenn man die Austern gesammelt hat, bekommt man immer einen heißen Kaffee. Aber gut, ich guck mir das mal an und ich würde sagen, ich date sie jetzt eine Weile und wenn ich dann bei den Belohnungen bin, dann zeige ich euch diese nochmal und ja. Bis gleich, Leute. So, Leute, ich stehe jetzt gerade auf 48% Fortschritt und werde gleich die 50% Marke überschreiten. Aber bevor ich das mache, muss ich euch natürlich noch eine Sache zeigen. Ich hatte es schon angesprochen am Anfang, man kann die Freundin natürlich auch küssen, was 1% mehr bedeutet. Sofern man die Austern hat, unter 50% schon, also Fortschritt schon 1%. Ansonsten erst ab 50% 1% dazu. Und dann ist das Date hier auch schon gelaufen und wir müssen die Belohnung gleich bekommen. Und meine Theorie war richtig, dass man sobald man eben, ja, mindestens 1% hat und die Austern eingesammelt hat, dass man dann sofort zum heißen Kaffee eingeladen wird. Und da muss man einfach nur Ja drücken. Und dann geht das Ganze los. Denise mag dich jetzt wirklich. Sie hat dir ihre Autoschlüssel dagelassen. Ja, und der Kameramann scheint zu viel Kaffee getrunken zu haben. Ja. Hier ist auf jeden Fall ihr Fahrzeug. Ihr Hustler. Und da können wir jetzt eigentlich rein. Sie hat uns doch die Autoschlüssel überlassen. Wahrscheinlich muss das Fahrzeug erst nochmal neu spawnen. Moment, ich fahre mal eben hier kurz weg und dann bin ich sofort wieder hier. Klar, Moment, Leute. Und da bin ich auch schon wieder. Und jetzt hoffe ich mal, dass der Wagen offen ist. Ja, das hatte ich mir schon fast gedacht, denn man bekommt ja im Prinzip nicht wirklich ihre Autoschlüssel, sondern das Auto wird einfach nur vom Spiel dauerhaft geöffnet. Und da hier noch vorher das alte Fahrzeug stand, was hier abgeschlossen war, konnten wir das dementsprechend nicht öffnen. Das ist auch schon das ganze Geheimnis darum. Ja, vielleicht noch eine nützliche Information für euch. Man bekommt jetzt, wie ich es rausgefunden habe, 5% für das erfolgreiche Date. Und wenn man dann einen heißen Kaffee bekommt, also von ihr bekommt, dann kriegt man nochmal 5% obendrauf. Und wenn man die Freundin dann küsst und dann die entsprechenden, ja, Anforderungen erfüllt, dann bekommt man nochmal 1% obendrauf. Das heißt, ich habe jetzt immer 11% pro erfolgreiches Date bekommen. Also es dauert gar nicht so lange. So, ich werde sie jetzt noch weiter daten und dann zeige ich euch natürlich gleich auch noch das Zuhälter-Outfit. Bis gleich, Leute.
Wir stehen gerade auf 91% Fortschritt und normalerweise müssen wir jetzt die 100% erreichen, was dazu führen sollte, dass wir das Zuhälter-Outfit bekommen. Bin mal gespannt. So, und somit müssen wir jetzt eigentlich die 100% haben. Genau, haben wir jetzt auch. Und jetzt müssen wir eigentlich das Zuhälter-Outfit bekommen. Kriegen wir das jetzt oder kriegen wir das beim nächsten Mal? Eigentlich müssen wir das jetzt haben. Ich guck mal in den Kleiderschrank. Deine Freundin hat dir ein Geschenk gekauft. Fahr nach Hause und schau in deine Garderobe. Okay, das machen wir mal eben. Und da sind wir auch schon im Kleiderschrank. Und dann gehen wir hier unter den Reiter Sonderkleidung. Und dann ziehen wir mal das Zuhälter-Dress an, was wir gerade eben von ihr bekommen haben. Und das sieht doch nett aus, oder? So kann man sich doch eigentlich kleiden. Das will ich mal aus hier. Kommt bestimmt gut an bei den anderen Freundinnen. Das könnte ich mir sehr gut vorstellen. Ja. So, dreh dich mal, CJ. Wir wollen es von jeder Seite betrachten können. Ja, ja. Schick, schick. Okay, Leute. Dann mal auf zur nächsten Freundin. Als nächstes kommt Miley Perkins. Sie lernt man nämlich kennen nach der Mission Key to Her Heart. Das ist nämlich eine Mission im Fort Dragons Casino in Las Venturas. Genauer genommen ist es die zweite Mission des Casino-Überfall-Missionsstrangs. Und ja, sie ist vom Beruf Croupier. Und sie steht bei Carl auf jeden Fall auf einen hohen Sexappeal-Wert. Und ihre Aktivitäten sind auch ganz einfach. Sie geht auf jeden Fall gerne essen, allerdings nur im Steakout Steakhouse. Dinner und Fastfood sind nicht so ihr Ding. Außerdem geht sie gerne im Club tanzen und lässt sich gerne durch die Gegend chauffieren. Und bei ihr gibt es auch noch eine Besonderheit. Man kann die Aktivität mit ihr nämlich auch überspringen und direkt zum heißen Kaffee übergehen, indem man einfach den S&M-Anzug trägt, den man von ihr nach der Mission Key to Her Heart geschenkt bekommt. Na, so könnt ihr euch das Ganze ein bisschen sparen und genauso werde ich es auch machen. Und ihre Belohnungen fallen folgendermaßen aus. Bei 35% bekommt man von ihr die Magnetkarte bzw. Keykarte, die man im Verlauf der Story sogar benötigt. Und bei 50% oder 100% bekommt man den Schlüssel für ihr Fahrzeug. Sie fährt nämlich einen rosafarbenen Club. Und warum 50 oder 100%? Ganz einfach, das hängt von der Version ab, die ihr spielt. Also es soll wohl manche Versionen geben, wo man 100% benötigt. Und zum Beispiel in der deutschen PlayStation 2 Version benötigt man nur 50%. Und wie ich das jetzt getestet habe, brauche ich in meiner PC-Version, in der Version 1.0, auch nur 50%. Ja, ist wohl immer unterschiedlich. Ich würde mal sagen, wir gehen mal direkt ins Date über. Ich stehe nämlich hier direkt schon vor ihrer Haustür. Ich habe im Vorfeld schon mal ein Date mit ihr gemacht, damit wir jetzt gleich direkt die erste Belohnung zu Gesicht bekommen. I need some punishment. Und dann geht's nämlich schon direkt zur Sache. Oh, wir kriegen einen Anruf. Ich hoffe, der hat was mit der Keycard zu tun. Ich denke aber mal, wir gehen mal ran. Millie, what's up? Hey, Carl. Just called to say that last night was terrific. Likewise, baby. Likewise. Listen, I thought about that little scheme you told me about. Don't worry, I haven't told anybody. Not even my mom. I've left the keycard and the door code in my bedroom. Millie, girl, you will not regret this. I know, because I'm getting a cut, right? Oh, for show, baby, for show. I'm gonna do you right. Okay, you got it. So. Sie ist zwar gerade nicht zu Hause, aber jetzt bekommen wir Zugang zu ihrem Zuhause. Und können einfach reingehen. Ja, sieht ganz nett hier aus. Hier haben wir einen Dildo. Und hier haben wir die angesprochene Keycard, die wir für den weiteren Verlauf der Story benötigen. Nehmen wir uns die doch einfach mal mit. Du hast die Keycard für den Casino-Coup beschafft. Okay. Haben wir das also auch schon mal erledigt. Und ich würde sagen, da gehen wir auch nochmal ran. Carl, it's me. You the man. Get back to the Four Dragons and we can get on with this thing. See you in a minute. Ja, gleich ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber wir sind demnächst da, Wusi. Keine Sorge. So. Ich würde sagen, wir daten sie dann noch einmal und dann zeige ich euch nochmal die Belohnung,
Ja. Die letzte Belohnung. So, Leute, wir stehen jetzt kurz vor den 50% Fortschritt und das bedeutet natürlich auch, dass wir gleich die Autoschlüssel bekommen. Und ich habe ausnahmsweise mal nicht den S&M-Anzug diesmal angezogen, um vor allem eine Sache zu machen. Das Erinnerungsfoto. Miley, lächle doch mal in die Kamera. Come on now. Try to smile. Jawohl, sag Cheese. Und nochmal. Winke, winke. So. Dann würde ich mal sagen, bin ich bereit für den heißen Kaffee. Ich hab Durst. Komm her. You wanna come in for a coffee? Hallo? Mister, wer sind Sie? Wir sind hier mitten in einem ernsten Gespräch. Es geht um heißen Kaffee. So, wahrscheinlich müssen wir jetzt... Ja, ja, ist ja gut, Miley. Ist ja gut. Wahrscheinlich müssen wir jetzt wieder kurz hier wegfahren, damit das Auto neu spawnen kann. Weil ich glaube, Miley mag dich jetzt wirklich. Sie hat dir ihre Autoschlüssel dagelassen. Ja. Wie gesagt, in meiner Version muss ich auch nur 50% hier Fortschritt bei ihr haben. Und jetzt ist natürlich noch abgeschlossen. Das ändern wir natürlich gleich. Solltet ihr mal 100% in eurer GTA San Andreas Version, sammeln müssen, dann könnt ihr das ja gerne mal in die Kommentare schreiben. Würde mich echt mal interessieren, aber ich würde sagen, ich gehe jetzt mal kurz von dem Ort hier weg, damit das Fahrzeug neu spawnen kann und damit es auch mal geöffnet ist. Bis gleich. Und damit mir das auch jeder glaubt, dass ich wirklich nur 50% habe, hier ist der Beweis. Miley, 50%. Falls ihr eine Version haben solltet, wo ihr 100% machen müsst und ihr euch das nicht vorstellen könnt, dass es auch Versionen gibt, wo man nur 50 sammeln muss. Und ja, hier haben wir ihr Auto und das ist der Beweis. Wir können es bei 50% schon öffnen. Yeah, ich heiz jetzt erstmal mit diesem total ansprechenden Fahrzeug durch die Gegend. Ich finde, das passt doch ganz gut zu mir, oder? Jetzt kommt die erste Freundin, die man nicht nach einer gewissen Mission kennenlernt, sondern einfach im freien Spiel außerhalb einer Mission. Die Rede ist nämlich von Helena Wangstein. Sie ist nämlich von Beruf Rechtsanwältin und sie ist Mitglied in der NRA. Und soweit ich weiß, heißt das so viel wie National Rifle Association. Und das ist halt so eine Organisation für Schusswaffen. Und da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Und sie kann man nämlich kennenlernen in Blueberry. Denn bei den Freunden, die man nicht nach einer Mission kennenlernt, muss man nämlich immer zu einem gewissen Ort fahren. Und da ist sie dann rund um die Uhr. Sie ist nämlich in Blueberry bei einem Schießstand. Aber ich werde euch gleich nochmal genauer zeigen auf der Karte, wo sich dieser Ort befindet. Und ja, um bei ihr punkten zu können, beim ersten Treffen, sollte CJ auf jeden Fall, einen hohen Sexappeal-Wert haben. Heißt, gute Klamotten, gutes Auto. Aber nicht so viele Muskeln, maximal 25% und zu fett sollte CJ auch nicht sein, da auch höchstens 50% Fettgehalt an seinem Körper. Und natürlich kann man auch mal Blumen mitnehmen, das ist ja klar, darauf stehen ja alle Freundinnen. Wenn ihr mal einen findet auf der Straße, könnt ihr den ja gerne mal aufheben oder sonst wo. Und ja, dann geht das eigentlich. Und an Aktivitäten, sie geht gerne essen in Los Santos und zwar in einem Restaurant in Rodeo. Und außerdem kann man sie auch durch die Gegend fahren und mit ihr tanzen gehen, je nachdem, was ihr so machen wollt. Und sie ist immer da, nachdem man sie zuerst kennengelernt hat. Dann ist sie allerdings nicht an dem Ort, wo ihr sie zuerst getroffen habt, sondern sie lebt nämlich auf einer Farm. Und die ist dann in Flint County. Und das ist halt ein bisschen weiter weg. Also die Freundinnen sind nie an dem Ort, wo man sie zuerst getroffen hat, nachdem man zusammengekommen ist. Und ja, da ist sie dann immer von 8 bis 12 und dann nochmal von 14 bis 2 Uhr morgens. Also sie ist da recht flexibel eigentlich. Und zu den Belohnungen, bei ihr bekommt man nämlich direkt schon, sobald man sie kennenlernt, eine Belohnung. Und zwar öffnet sie nämlich sofort ihre Scheune. Und nein, nicht die Scheune, die ihr jetzt meint, die es ist, sondern wirklich die Scheune ihrer Farm. Und in dieser Farm befinden sich ein paar nützliche Dinge. Zum Beispiel ein Flammenwerfer, eine Kettensäge und dann noch Molotov-Cocktails, eine Pistole und sogar einen Mähdrescher, den man sogar fahren kann.
Und außerdem ist ihr Fahrzeug, der Bandito, von Anfang an, ja, fahrbar. Der ist nicht abgeschlossen. Und jetzt kommt der Witz an der ganzen Geschichte. Bei 50% Fortschritt bekommt man, ne, erratet ihr es, die Autoschlüssel für ihr Fahrzeug. Das ist irgendwie so ein Spielfehler. Das macht keinen Sinn. Und deswegen ist es ja auch ein Fehler. Also da bekommt man nochmal die Autoschlüssel. Ja, warum nicht? Doppelt hält besser. Und bei 100% bekommt man das Country-Outfit. Und naja, die Belohnung zeige ich euch natürlich wieder später. Und wir machen jetzt erstmal ein Date mit ihr. Dann zeige ich euch so ein bisschen ihre Farm, was sich so in der Scheune befindet. Und ja, ich würde mal sagen, wir legen mal los. So, hier trefft ihr Helena zum ersten Mal. Hier in Blueberry, wie gesagt. Und beim Ammunition Schießstand ist das. Und dann ist sie nämlich dort oben. Das wird auch immer mit so einem blauen Pfeil gekennzeichnet. Und wenn ihr dann die Erwartungen erfüllt, die sie so hat, dann kommt ihr mit ihr zusammen. Und ich empfehle euch immer noch, die 50 Austern zu sammeln, denn dann sind die Freundinnen alle nicht so wählerisch. You wanna go out sometime, buddy? Wie kann man da Nein sagen? Natürlich möchte ich mit dir gehen. Sure, here go my number. Yeah, sure, I'd like to go out with you. Ja. Ja, und schon sind wir zusammen. So einfach geht das. Und du schießt mal munter weiter. Und ja, dann kann man nämlich jetzt zu ihr fahren. Ja, der Ort wird bald auf der Karte angezeigt. Helena ist jetzt seine Freundin. Helena verfügt über einen Geheimvorrat an Werkzeug, das in ihrer Scheune in Flint Range zu finden ist. Ja, Flint Range oder Flint County. Das ist alles so dicht beieinander. Und ja, das wird jetzt sicherlich gleich auf der Karte angezeigt werden. Und ja, wir sehen uns dann wieder bei ihrer Farm, Leute. Und wie man sehen kann, hatte ich recht. Ein Tag später ist hier jetzt plötzlich das Herzsymbol. Und ich würde sagen, wir gucken uns jetzt mal die Farm gemeinsam an und vor allem ihre Scheune. Und ich sage jetzt schon mal Entschuldigung für die Explosion hier auf der Farm. Das tut mir wirklich leid. Ja. Ich bin ein Farmer, geboren auf dem Land und melke Kühe und kriege eine Frau. Und zwar Helena Wagstein. Oh yeah. So, wir gehen jetzt aber noch nicht hier rein, denn wir gucken jetzt erstmal hier in ihre Scheune rein. In die andere gucken wir nachher. Aber erstmal diese. Ja, hier kann man ein paar nette Sachen hier abstauben. Finde ich echt nett. Sie kennt uns ein paar Sekunden und macht hier schon alles auf. Wir dürfen alles plündern und so. Das ist doch mal, ist doch mal nett. Und wie ich das auch bei den anderen Freundinnen gemacht habe, zeige ich euch jetzt mal, ja, einmal ein Date. Ist jetzt nicht zu Hause. Gut, sie ist um 14 Uhr wieder zu Hause. Das ist jetzt ein bisschen ärgerlich gelaufen. Also, gut. Mit der Zeit nimmt sie es anscheinend sehr genau. Also, gut, ich cutte eben und dann haben wir 14 Uhr und dann machen wir auf jeden Fall noch was mit der Freundin. Bis gleich, Leute. So, es ist 14 Uhr, sie ist zu Hause. Aber bevor wir jetzt bei ihr klingeln, hier ist ihr Bandito. Und wenn man sich den so anguckt, der kann ja eigentlich auch gar nicht abgeschlossen sein. Da setzt man sich einfach rein und dann, ja, kann die Fahrt auch schon losgehen. Leider nur ein Einsitzer, der wird uns jetzt gleich nicht helfen beim Date. Hi, you. Hey, gorgeous. I need hey. To eat right now. Hell, it's your date. I'm just there for fun. Okay, dann steig mal ein, Baby. Wir fahren jetzt in ein Restaurant. Und zwar fahren wir in das Lokal in Rodeo. Hier ist es nämlich, ein etwas edleres Lokal. Und ich würde sagen, die Fahrt skippe ich mal eben und dann sehen wir uns beim Restaurant wieder. Bis gleich, Leute. Und da sind wir auch schon. Dann nichts wie rein in die gute Stube. Okay, sie ist müde. Ja, war ja auch äußerst romantisch. Es hat auch sehr viel Spaß gemacht, wie sie sich das Essen in den Mund geschoben haben. Leider nur bei sich selbst. Andersrum wäre es ein bisschen lustiger gewesen. Aber gut. Dann fahren wir sie mal nach Hause, aber das werde ich auch mal wieder überspringen. Schwing! Da sind wir auch schon wieder zurück. Und bevor wir jetzt das Date beenden,
Komm erstmal her, Baby. Küss mich. Küss mich hier und jetzt. Oh ja, durch die Autoscheibe. Ja, so. Und bevor ich es vergesse, das Wichtigste fehlt noch. Sag mal tschüss. Winke, winke. Und nochmal, komm. Say cheese. Cheese. Cheese oder ich schieß? Ah, ich hätte auch so geschossen, aber egal. So. Und apropos schießen, ich würde sagen, wir beenden mal das Date jetzt hier. Hey, how about some coffee sugar? Wer kann da Nein sagen? No problem. Diesmal mal von der anderen Seite. Sonst immer haben wir auf das Haus geblickt. Jetzt blicken wir auf die Farm. Tolle Aussicht. How much do I owe you? So, mal gucken, wie viel Fortschritt wir jetzt haben. Ich glaube, so 30% sollten das sein, ungefähr. Ah, 24%. Gut, dann haben wir jetzt noch gut 26%, bis es zur nächsten Belohnung geht. Und zwar die unsichtbaren Autoschlüssel für ihre... Ja, für ihr Fahrzeug ohne Türen. Gut. Ja, ich würde sagen, ich date sie jetzt nochmal so ein bisschen weiter und dann sehen wir uns wieder, wenn sie uns ihre Autoschlüssel gibt, die wir voll brauchen, weil wir ja auch gar nicht so mit dem Fahrzeug so fahren können und so. Nee, eigentlich nicht. Naja, egal. So, und jetzt stehe ich mal wieder kurz vor der 50% Marke und dann nehme ich euch natürlich auch wieder mit. You wanna come up for some coffee? Ja, der heiße Kaffee, natürlich. Nehmen wir natürlich wieder an, wie wir das immer machen. Alright, let's have us some coffee. Ja. Musste sie gerade um die Farm herumfahren, also sie wollte ja ein bisschen spazieren fahren und naja, die ist ein bisschen ätzend gewesen. Entweder hat sie gesagt, du fährst zu schnell und wenn ich zu schnell gefahren bin und dann habe ich ein bisschen langsamer gemacht, dann war ich auf einmal zu langsam und dann wieder zu schnell und dann wieder zu langsam und oh Gott, Leute. Aber Helena mag dich jetzt, wirklich. Sie hat dir ihre Autoschlüssel dagelassen. Oh, das ist zu gütig. Jetzt können wir endlich mit dem Bandito fahren. Moment mal. Naja. Ist jetzt nicht die schönste Belohnung, aber ist ja trotzdem nett gemeint von ihr. Naja. Und dann mal auf zur nächsten und auch letzten Belohnung. So, und jetzt habe ich die 100% erreicht. Und somit bekommen wir jetzt auch noch die letzte Belohnung von ihr. Deine Freundin hat dir ein Geschenk gekauft. Fahr nach Hause und schau in deine Garderobe. Und das machen wir jetzt natürlich sofort. Da wären wir. Ich würde sagen, wir ziehen uns das gute Stück doch einfach mal über. Mal gucken, wie Karl damit aussieht. So, Sonderkleidung und die ländliche Kleidung. Oder auch das Country-Outfit. Oh yeah. Ich würde sagen, das hat doch Style. Besonders mit der Goldkette. Das ist, ja, das passt alles gut zusammen, muss man sagen. Das ist, ja, das sieht gar nicht mal so schlecht aus. Ich bin ein echter Country Boy. Denkt sich Karl bestimmt jetzt gerade. Ja, damit kann man doch, mal die nächste Freundin daten. Auf zur nächsten, Leute. Und weiter geht's mit Michelle Keynes. Ja, sie ist Mechanikerin und sie hat sogar ihre eigene Werkstatt in Downtown. Und kennenlernen kann man sie in der Autofahrschule in San Fierro. Da ist sie nämlich relativ häufig und ja, da kann man sie ansprechen. Und wenn man dann die entsprechenden Voraussetzungen erfüllt, dann kommt man auch mit ihr zusammen. Sie steht auf jeden Fall auf einen hohen Sexappeal-Wert. Und ja, sie steht auch auf etwas fülligere Leute. Also ihr dürft gerne mal ein paar Kilos zu viel auf den Hüften haben. Ja, es sei denn, ihr habt natürlich die 50 Austern gesammelt, so wie ich. Dann müsst ihr eigentlich kaum irgendwas erfüllen, dann wird sie euch sowieso nicht widerstehen können. Ja, sie ist auf jeden Fall total verrückt nach Autos und das spiegelt sich auch in ihren Aktivitäten wieder. Zuallererst geht sie erstmal gerne essen in Misty's, in Garcia und ja, sie geht auch gerne mal tanzen im Club und vor allem lässt sie sich auch gerne mal durch die Gegend fahren. Allerdings müsst ihr da schon so ein bisschen schnell fahren, was heißt, ihr müsst einfach total rasen. Sobald ihr auch nur ein bisschen langsam fahrt, wird sie euch das sofort mitteilen. Findet sie gar nicht so gut.
Und außerdem gibt es noch eine Besonderheit bei ihr, denn wenn ihr mit einem getunten Fahrzeug, was dann auch noch Nitro drin hat, zu ihr fahren solltet, dann wird sie mit einer hohen Wahrscheinlichkeit CJ auf die Beifahrerseite schubsen und selbst ans Steuer gehen. Und dann müsst ihr nämlich nichts machen, außer im Auto sitzen zu bleiben. Und dann, ja, dann fährt sie quasi für euch und ihr müsst nichts machen. Ist das nicht ein Traum von jedem GTA-Spieler? Wie oft hat man sich schon darüber geärgert, dass man immer fahren muss, selbst wenn man in dem Auto des Auftraggebers, war und der Auftraggeber sogar mitgekommen ist. Selbst da musste man selber fahren. In dem Fall möchte Michelle ganz gerne mal selber fahren und genau das werde ich auch machen. Und ja, ihre Belohnungen sind vor allem und zuerst ihre Werkstatt. Also man bekommt jetzt nicht ihre Werkstatt, sondern man bekommt Zugang zu der Werkstatt. Und die fungiert als eine Art Paint Spray. Da kann man nämlich sein Auto kostenfrei, ja, ohne was bezahlen zu müssen, umspritzen. Und kleiner Fun Fact, sollte man unter $100 haben, sagt einem das Spiel, dass man nicht genug Geld hat, obwohl das kostenlos ist. Wollte ich nur mal erwähnt haben. Soll wohl so sein. Und ja, bei 50% Fortschritt bei ihr bekommt man die Autoschlüssel für ihr Fahrzeug. Und sie fährt nämlich einen Monster Truck, also schon eine ziemlich große, heiße Nummer, die sie da fährt. Und bei 100% bekommt man von ihr einen Rennanzug. Das ist ein Outfit und das werde ich euch später natürlich auch nochmal zeigen. Gut, ich zeige euch jetzt gleich mal auf der Karte, wo ja die Fahrschule ist, falls ihr sie noch nicht auf der Karte angezeigt bekommt. Ich glaube, die kann man auch schon vorher da treffen, ohne dass man die Fahrschulmission gemacht hat. Aber gut, machen wir mal weiter. Ja, hier ist die Fahrschule und hier kann man sie auf jeden Fall treffen. Na, da müsst ihr einfach nur reingehen und dann ist sie hier immer bei dem Wasserspender. Manchmal kann es sein, dass wenn ihr hier reingeht, sie nicht hier ist. Da müsst ihr einfach mal kurz hier in Richtung Ausgang gehen und euch wieder umdrehen. Manchmal reicht das schon und dann spawnt sie. Ansonsten müsst ihr einfach mal das Gebäude verlassen und ein bisschen weiter wegfahren. Irgendwann wird sie auf jeden Fall da sein und... Hey, Süße! Na klar kriegst du die Nummer. This is my combination right here. Cool, I'll call you. We should hang out sometime. Ja, alles klar. Michelle ist jetzt deine Freundin. Michelle kann in ihrer Werkstatt in Downtown deinen Wagen umsonst reparieren. Da haben wir schon die erste Belohnung. Ja. Ich werde euch gleich aber nochmal die Werkstatt nochmal von innen zeigen und was es da so Interessantes gibt. Und ja, wir sehen uns gleich wieder. So, hier oben in Downtown kann man sie immer treffen. Hier hat sie ja ihre Werkstatt und da lebt sie auch. Und man kann sie immer treffen zwischen 0 und 12 Uhr. Das hatte ich jetzt eben, glaube ich, gar nicht angesprochen gehabt. Es stand zwar da, aber ich hab's halt nicht gesagt. Jetzt habe ich es nochmal gesagt. Und so sieht ihre Werkstatt nämlich aus. Und das ist ihr Monster Truck, den wir bei 50% bekommen werden. Und ja, hier können wir, wie gesagt, unsere Autos umsonst umsprayen lassen und reparieren lassen. Und wenn man sich das Ganze hier mal so ein bisschen anguckt, ich meine, naja, das ist jetzt nicht das gewöhnliche Werkzeug in einer Werkstatt. Ich glaube, sie werkelt nicht nur an Autos herum. Das kann man daraus schon mal schließen. Da hat sie noch einen tollen Computer und so Photoshop-Werkzeuge an der Wand. So ein aufgeklebtes Poster, damit es nicht so leer aussieht. Ja, ich würde mal sagen, ich bin bereit fürs Date, aber ich habe mir vorher mal einen getunten Wagen besorgt mit ordentlich Nitro drinne, damit sie nämlich gleich ans Steuer geht. Ich hoffe, das funktioniert jetzt direkt. Hey! Sexy Lady. You want some food or something? Alright, for sure. Okay, anscheinend will sie doch noch nicht. Normalerweise ist das auch so, dass sie gerne selber fahren will. Es gibt aber keine Garantie dafür. So, den Ausflug in die Kneipe habe ich jetzt mal weggeschnitten. Das haben wir jetzt schon oft genug gesehen. Ich habe aber das jetzt rausgefunden, wie man sie dazu bringen kann, selbst zu fahren. Und zwar muss man einfach nur das Nitro aktivieren und dann in die Markierung gehen. Dann hat sie nämlich sofort Lust. Hey, gorgeous. Trust me enough to drive, CJ. Okay, but treat her good. Okay. Und schon geht die Fahrt los. Also, ja. Jetzt, müssen wir einfach nur warten, bis sie hier rumfährt. Also, wie sie hier rumfährt und bis sie damit fertig ist. Bis sie genug hat. Das kann so 2 Minuten dauern.
Und das ist doch mal mega entspannt, oder? Also davon habe ich schon lange geträumt, dass man sich mal fahren lassen kann und darf. Und das auch noch zählt. Das ist ja ein Traum. Da können wir einfach mal die Füße hochlegen und die Show so ein bisschen genießen. Es hat auch die beiden Polizisten gerade eben nicht wirklich gestört, dass wir da die Plätze noch getauscht haben und uns voll Zeit gelassen haben. Wie man sehen kann, sie nutzt das Nitro schon ganz gerne. Ich hoffe, sie macht es nur nicht alle, weil das würde ich halt gerne noch ein bisschen öfter verwenden. Ich will jetzt nicht nach jeder Tour immer wieder hier in die Tuning-Werkstatt und hier, ja, neues Nitro kaufen. Also, Michelle, das ist so nicht abgemacht. Ja, echt fantastisch, wie sie fährt. Also, sie ist ja übrigens auch Rennfahrerin und, ja, das merkt man hier total. Sie hat die totale Kontrolle über das Fahrzeug. Baut überhaupt keine Unfälle, wie man sehen kann. Ja, deswegen ist der Wagen auch so zerdellt. Das ist eher was Modisches, diese Dellen. Das ist jetzt nicht, weil sie irgendwie überall gegenkracht. Nein, das ist wirklich so. So. You got time for a coffee, CJ? Na klar. Da kann ich doch nicht Nein sagen. Und normalerweise müssen wir jetzt auch gleich die 50%-Marke überschritten haben. Na, ich hab sie nämlich schon so ein bisschen gedatet. Aber sowas wie zum Beispiel in die Kneipe gehen oder in so ein Speiselokal zu fahren, das muss ich euch ja nicht mehr zeigen. Das ist ja relativ langweilig. Da wollte ich euch lieber mal dieses Special von ihr zeigen, wo sie halt fahren möchte. Das ist ja echt schon besonders. Das hat ja sonst keine andere. Michelle mag dich jetzt wirklich. Sie hat dir ihre Autoschlüssel dagelassen. Für den Monster Truck. Aber noch ist er abgeschlossen, deswegen fahre ich kurz mal weg von diesem Ort und ja. Das ist auch besonders. Am Ende von dieser Fahrt sitzt CJ auf dem Beifahrersitz und das Auto ist leer, also hat keinen Fahrer drinne gerade und also auf der Fahrerseite ist keiner, sagen wir es mal so, und ich kann hier drücken, was ich will, das Auto bewegt sich nicht. Hm. Naja. Und da bin ich wieder und jetzt müsste ihr Auto eigentlich offen sein, denn wir haben ja die Schlüssel bekommen. Oh yeah. Jetzt können wir mit dem Monster Truck unser Unwesen hier treiben. Und ja. Können die Autos so ein bisschen durch die Gegend flippen. Es gibt hier auch so einen lustigen Glitch, dass wenn man hier ganz knapp an der Kante über die Kante fährt, dass die Autos dann wegflippen und sowas. Aber so richtig drauf habe ich den noch nicht. Sollte ich vielleicht mal ein bisschen üben. Könnte ein paar lustige Szenen dadurch entstehen, aber irgendwie habe ich den noch nicht so richtig raus, den Trick. Sonst würde ich euch den jetzt gerne mal vorführen. Irgendwie geht das. Das habe ich schon mal in anderen Videos gesehen. Aber naja, ich werde jetzt auf jeden Fall wieder in mein Rennauto da steigen mit Nitro und mich wieder schön durch die Gegend kutschieren lassen. Und dann zeige ich euch gleich natürlich noch den Rennanzug. Die letzte Belohnung nämlich. Okay, Leute, jetzt sind auch die 100% bei Michelle geschafft. Und damit kriegen wir auch die letzte Belohnung bei ihr, und zwar den Rennanzug. Das müsste jetzt eigentlich auch gleich hier stehen. Nachricht, bitte. Würdest du bitte jetzt links oben auftauchen? Und so? Deine Freundin hat dir ein Geschenk gekauft. Fahr nach Hause und schau in deine Garderobe. Und das machen wir jetzt natürlich sofort. Ja, dann ziehen wir doch mal die Bauernkluft aus. Schade eigentlich, ich habe sie ziemlich gemocht, muss ich sagen. Ist wirklich sehr sexy gewesen. Kann man nicht leugnen. Ja, ja, genau, der Rennanzug. Der ist aber auch ziemlich sexy. Oh yeah. Und das Coole ist, dass man auf diesem Rennanzug ja Michelles Werkstatt sieht. Also sie hat ihre eigene Werkstatt auf diesen Rennanzug drucken lassen. Da sieht man schon, Michelles Auto Repair. Also so kann man natürlich auch Werbung für sich machen lassen. Kostenlos. Also sie weiß schon, wie sie CJ einsetzen muss, damit ihre Werkstatt noch mehr an Macht gewinnt und sie irgendwann die Weltherrschaft erlangen kann, wollte ich sagen. Aber das ist eine andere Geschichte. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal zur nächsten Freundin über. Bis gleich. Die nächste Freundin ist jetzt an der Reihe und zwar ist es Katie Sian. Sie ist vom Beruf Krankenschwester und außerdem studiert sie noch so ganz nebenbei. Kennenlernen kann man sie im Avispa Country Club und zwar auf einer grünen Wiese. Das zeige ich euch aber gleich nochmal, wo genau das ist. Ja, was muss CJ für körperliche Anforderungen erfüllen, beziehungsweise worauf steht sie denn überhaupt? Sie steht auf einen hohen Sexappeal-Wert
Und außerdem solltet ihr viele Muskeln haben. Es sei denn, ihr habt die 50 Austern gesammelt, dann müsst ihr eigentlich im Prinzip gar keine Muskeln haben. Und ja, von den Aktivitäten her geht sie gerne im Diner essen oder am Pier 69. Ja, Fast Food ist nicht so ihr Ding und ein Trinken gehen tut sie auch nicht so unbedingt gerne. Das solltet ihr unterlassen. Sie lässt sich gerne durch die Gegend fahren, allerdings müsst ihr da gemächlich fahren. Ihr dürft auf keinen Fall rasen. Das Lustige dabei ist, dass sie einen da sogar so ein bisschen trollt. Weil wenn man nämlich schnell fährt, sagt sie einen, dass man weiter in dem Tempo fahren soll. Aber dabei meint sie das eigentlich nur ironisch und gar nicht ernst. Und das solltet ihr unterlassen. Ansonsten ist das Date schneller vorbei, als man gucken kann. Und tanzen gehen tut sie auch noch gerne. Das könnt ihr auch machen, wenn sie Lust hat. Am liebsten, ja, fährt sie mit einem Motorrad. Also wenn ihr sie durch die Gegend fahren wollt, nehmt am besten ein Motorrad. Und wenn ihr sie dann kennengelernt habt, dann ist sie in Paradiso in San Fierro. Da wohnt sie nämlich. Und da ist sie zwischen 12 und 0 Uhr einmal am Tag anzutreffen. Ja. Ihre Belohnungen, ne, jetzt kommen wir zu einer Belohnung, und sie hat eine der nützlichsten Belohnungen im ganzen Spiel. Man kriegt nämlich von Anfang an, sobald man sie kennengelernt hat, den Bonus, beziehungsweise den Bonus einfach, dass wenn man außer Gefecht gesetzt wird, also wenn man stirbt, verliert man keine Waffen mehr. Ne? Weil einen nämlich dann die Freundin, also Katie, gesund pflegt und somit muss man dann auch keine Behandlungskosten zahlen, die man normalerweise immer zahlen muss, wenn man stirbt. Das spart man sich, also eine extrem nützliche Belohnung, von Anfang an wohlgemerkt. Und dann gibt es natürlich noch zwei weitere Belohnungen. Bei 50% bekommt man die Autoschlüssel für ihr Fahrzeug. Sie fährt nämlich einen Romero und das ist ein Leichenwagen. Und sie ist Krankenschwester und fährt einen Leichenwagen. Das ist schon, sehr fragwürdig. Und bei 100% bekommt man das Sanitäter-Outfit. Und da freue ich mich echt schon ein bisschen drauf. Bin gespannt, wie CJ darin aussehen wird. Also Leute, ich würde sagen, gehen wir es mal an. So Leute, hier könnt ihr Katie auf jeden Fall kennenlernen. Wie gesagt, im Avispa Country Club auf einer Grünwiese. Und zwar auf dieser Grünwiese. Und ich würde sagen, wir besteigen zuerst diesen Berg. Und danach besteigen wir Katie. Was? Ich meine, wir lernen sie jetzt kennen und plaudern dann ein bisschen. Hallo Katie. Hey, I'm Katie. You wanna go out sometime? Natürlich möchte ich mit dir ausgehen. Ist doch gar keine Frage. Natürlich. Zuckerpuppe. Yeah, here you go. Call me. Oh, great. I'll call you later. Ja, dann ruf uns doch mal an. Das ist doch schön. Und schön sind wir zusammen. Katie ist jetzt deine Freundin. Katie wird dich umsonst aus dem Krankenhaus holen. Du kannst sie in Paradiso abholen. Ja, und schon jetzt haben wir den ersten Bonus, die erste Belohnung. Wir verlieren keine Waffen mehr. Wenn wir sterben. Und müssen auch keine Kohle mehr abgeben. Das hat doch was. Gut, dann würde ich sagen, geht's mal auf zum ersten Date mit ihr. Ja, jetzt ist es Zeit für das erste Date mit ihr. Das erste Date in der Aufnahme, wohlgemerkt. Ich habe sie nämlich jetzt schon mal ein bisschen gedatet. Ja, hier ist sie in Paradiso, wie gesagt. Und natürlich habe ich sie schon mal ein bisschen gedatet, damit wir jetzt beim nächsten Date auf jeden Fall schon mal die erste 50% Belohnung bekommen. Und dann würde ich mal sagen, holen wir sie doch mal mit dem Motorrad ab. Und da ist außerdem ihr schöner weißer Leichenwagen. Hallo Katie. Hey Carl. Na? Hey. Let's go out driving. Come on. Fahr dein Mädchen durch die Gegenden, die ihr gefallen könnten und achte auf deine Geschwindigkeit. Ah, schön, dass ich das jetzt auch noch hier in der Aufnahme habe. Das habe ich euch ja noch nicht gezeigt. Glaube ich jedenfalls. Nee, habe ich auch noch nicht. Mit dem Fun-Balken hier. Und wie gesagt, man muss gemächlich fahren. Auch wenn sie einen sagt, wenn man schnell fährt, dass man doch bitte so weitermachen soll. Es ist aber nur ein Troll. Und deswegen, ich kann euch das ja aus Spaß vielleicht mal demonstrieren. Vielleicht sagt sie das ja, aber eigentlich in dem Tempo. Ich hatte das nämlich eben auch schon. Ja, Car Crashes are so erotic. Also sie hat auf jeden Fall einen merkwürdigen Geschmack und ja. Aber ich glaube mal nicht, dass du willst, dass ich mit dem Motorrad crashe, oder? Also ich glaube nicht, dass du die Straße küssen willst. Du willst eher CJ küssen, oder? Oder? So, man sieht, der Balken füllt sich. Ich mache das mal aus Spaß jetzt hier. Seht ihr? Sie sagt faster, faster, aber wenn ich das jetzt gemacht hätte, dann wäre das Date schneller vorbei, als man gucken kann. Man muss wirklich so gemächlich fahren und es reicht wirklich, wenn man hier immer nur die Straße auf und ab fährt. Dann entfernt man sich auch nicht so weit von ihrem Zuhause und das heißt, man kann sich schneller wieder, zurückbringen. Und ich drehe hier einfach die ganze Zeit meine einsamen Runden, bis der Fun-Balken halt voll ist. Das finde ich jetzt aber super. Das kann man ja nicht immer so mit einberechnen, was sie in dem Date machen wollen.
Und ich hatte insgeheim schon mal gehofft, dass ich irgendwann nochmal das hier zeigen kann, wie ich ein Girl halt durch die Gegend fahre. Weil wir hatten jetzt schon, wir sind schon trinken gegangen. Wir haben schon im Diner gegessen. Wir haben auch schon in Lokalen geschweißt. Tanzen werde ich wahrscheinlich nicht zeigen, weil da muss ich dann die Musik deaktivieren und ohne die Musik ist das Ganze ein bisschen lame. Eben hat sie auch noch gesagt, dass Mad Dog ihr Lieblingsrapper ist übrigens. Auch ganz interessant eigentlich. Also die Girls geben immer interessante Dinge von sich, über sich. So. Bevor ich dich jetzt allerdings abgebe, muss ich natürlich die Tradition beibehalten. Also, Katie. Oh, mit der Polizei, komm. Das wird ein geiles Bild. Winke, winke. Katie, mit der Polizei, komm. Winke, winke. Jeez. Hallo Leute, ihr seid alle mit drauf. So, Katie, bist du bereit? Baby, erstmal küsse ich dich nochmal. Ach nee, küssen sollte man sie ja nicht. Aber es zieht ja 1% ab. Das ist jetzt schlecht von mir gewesen. Das wollte ich euch nur demonstrieren. Das zieht 1% ab, das mag sie gar nicht. Aber ist mir jetzt auch egal. Wir kriegen trotzdem die Belohnung. Wir kriegen trotzdem die Belohnung. Küsst sie einfach nicht, Leute. Es zieht wirklich 1% ab. Lasst das lieber. Das sollte man nicht tun. Habe ich gerade ein bisschen vergessen. Aber das war es mir auf jeden Fall wert. So. Na klar. Klar. Let's go. Lass die Erde beben. Ich stelle mir gerade vor, dass sie da in dem Leichenwagen sind. Das ist echt ein bisschen krank, der Gedanke. So wie die Kamera positioniert ist, könnte man das fast denken. Katie mag dich jetzt wirklich. Sie hat dir ihre Autoschlüssel dagelassen. Ja, ich kann es kaum erwarten, mit dem Leichenwagen zu fahren. So, jetzt bin ich am nächsten Tag wieder hier und jetzt müsste das Fahrzeug auch wieder offen sein. Und ich finde das ja gut, dass Katie das gar nicht merkwürdig findet, dass wir Michelles Rennanzug anhaben. Also, naja, denk dir nichts dabei, Katie. Wir kennen diese Frau gar nicht. Wir kennen sie gar nicht. Das ist doch nur ein Rennanzug von der Werkstatt von Michelle. Aber kennen tun wir die Frau nicht. Nein, nein. So, wir sind im Romero-Leichenwagen. Das ist doch mal schön. Das ist doch echt toll, oder? Ist ein bisschen langsam, die Karre, aber ist trotzdem ganz lustig eigentlich. Den Trauma. Ja. Gut. Alles klar, ich date sie jetzt mal wieder ein bisschen weiter und dann sehen wir uns wieder bei der letzten Belohnung bei 100%. Bis gleich, Leute. So, die 100% sind somit erreicht und somit kriegen wir jetzt auch das heiß ersehnte Sanitäter-Outfit. Also komm, Nachricht. Plopp auf. Ich weiß, dass du da bist. Man kann dich nur noch nicht sehen. Ich weiß, dass du gleich links oben auftauchst. In 5, 4, 3, 2, 1, bumm. Sie lässt sich anscheinend ein bisschen Zeit. Deine Freundin hat dir ein Geschenk gekauft. Fahr nach Hause und schau in deine Garderobe. Genau das machen wir jetzt auch. Na, dann wollen wir doch mal in das Sanitäterkostüm schlüpfen, oder was sagt ihr, Leute? Ziehen wir mal den Rennanzug aus. Wir haben genug Werbung für Michelle gemacht. Jetzt ist es Zeit, ein Sanitäter zu werden. So, Sonderkleidung. Notarztkleidung. Mal gucken, wie das an CJ aussieht. Das sieht doch toll aus. Das sieht doch einfach fantastisch aus. Besonders immer mit der Goldkette. Immer wieder schön. Die bleibt einfach immer dran. Einmal Goldkette, immer Goldkette. So. Und ich würde sagen, mit dieser Kluft daten wir auch die nächste und damit auch letzte Freundin. Bis gleich, Leute. Ja, Leute, eine Freundin fehlt uns noch und dann haben wir nämlich alle durch. Uns fehlt nämlich nur noch Barbara Sternwart. Sie ist von Beruf Polizistin und man kann sie nämlich kennenlernen in El Quebrados. Zeige ich euch aber wie immer gleich nochmal auf der Karte. Ja, worauf steht die gute Frau? Sie steht auf jeden Fall auf dickere Menschen, also solltet ihr euch ein bisschen Fett anfressen, sofern ihr nicht die 50 Austern gesammelt habt, weil wenn ihr das gemacht habt, ist das eigentlich fast egal, in welcher körperlichen Verfassung ihr seid. Und ja, das ist eigentlich auch schon die einzige Bedingung, die sie so hat. Und an Aktivitäten, ja, sie geht gerne in Jay's Dinner essen.
Das macht sie auf jeden Fall gerne. Sie lässt sich auch gerne mal durch die Gegend fahren. Da müsst ihr dann aber darauf achten, dass ihr weder zu schnell noch zu langsam fahrt. Also eher so ein Mittelding. Tanzen geht sie auch gerne. Und ja, das ist es soweit eigentlich. Und man kann sie treffen zwischen 16 und 6 Uhr. Aber meistens ist sie so gegen 20 Uhr zu Hause oder gegen 0 Uhr. Da müsst ihr halt einfach mal gucken. Irgendwann wird sie schon mal zu Hause sein. Und die Belohnungen, die man bei ihr bekommt, sind ziemlich nützlich. Zumindest die erste. Denn bei ihr bekommt man auch, sobald man sie kennengelernt hat, sofort am Anfang schon eine Belohnung. Und zwar, da sie Polizistin ist, verliert man keine Waffen mehr, wenn man verhaftet wird. Und man muss auch kein Schmiergeld mehr an die Cops zahlen. Weil Barbara sich dann darum kümmert. Ist ja auch schön, oder? Und bei 50% bekommt man den Autoschlüssel für ihr Fahrzeug. Sie fährt nämlich einen Ranger, also so einen Polizeigeländewagen. Und bei 100% bekommen wir eine Polizeiuniform. Und da freue ich mich mega drauf. Die Carl Johnson, in diesem Kostüm in der Polizeiuniform aussieht. Das werden wir uns dann natürlich auch nochmal anschauen. Aber jetzt geht's natürlich erstmal ins Date mit Barbara. Und wir lernen sie natürlich erstmal nochmal kennen. Und ich zeige euch auf der Karte, wo sie ist und so. Ihr kennt das Spiel ja mittlerweile. Auf geht's, Leute. Hier oben in Las Venturas lernt man Barbara nämlich kennen. Im Stadtteil El Quebrados, wie gesagt. Genau hier, wo ich markiert habe. Und dann ist sie nämlich hier vor. Vor diesem Gebäude, wo Sheriff draufsteht. Hallo, Barbara. Hi, I'm divorced with two kids. Still interested? Ja, gegen eine Milf ist nichts einzuwenden. Also, ich würde gern mit dir ausgehen. Yeah, here you go. Call me. Great, I'll give you a call. My name is Barbara, by the way. Oh, das ist gut zu wissen. Das wusste ich natürlich noch nicht. Barbara ist jetzt deine Freundin. Barbara wird dich umsonst aus dem Gefängnis holen. Du kannst sie bei dem Polizeirevier in El Quebrados abholen. Ja, haben wir das also. Ja, CJ ist im Laufe des Videos ziemlich dick geworden, wenn ihr das vielleicht bemerkt habt. Also, ja, die Statur ist auf jeden Fall schon mal sehr ansprechend für sie. Und dann auch noch in der Sanitäter-Uniform, also. Wer kann diesem Boy hier bitte widerstehen? Das können nicht viele. Naja, dann gehen wir mal ins Date mit ihr. Bis gleich! So, dann lasst uns doch mal Barbara daten. Sie kann man auf jeden Fall immer hier daten. Hier bei dem Herzen natürlich. Auch in El Quebrados. Also man lernt sie hier kennen und sie wohnt dann anscheinend auch hier. Beziehungsweise arbeitet hier. Und ja. Hallo Barbara, wir sind da. Hey Babe. Hey. Ja, ist klar, ist fresh. Yo, Digga, was los? Okay, let's move. In den Club. Das ist das Einzige, was ich nicht mit ihr machen möchte, weil guckt euch das mal an. Hier auf der Karte. Ihr habt sowieso nur eine begrenzte Zeit verfügbar, um das Date abzuschließen. Und hier ist der Club. Also, ganz ehrlich, ich fahre jetzt nicht rüber nach San Fierro oder hierhin. Das ist viel zu weit. Nee, ich lade, glaube ich, nochmal neu und dann, hoffentlich will sie dann nicht tanzen. Na, dann schauen wir doch mal, was sie dieses Mal möchte. Ich hoffe nicht tanzen. Hey, darling. Hey there, you hungry? Let's go for a ride and take him. Ah, schon besser. Ja, durch die Gegend fahren tue ich dich doch gerne. Aber auf Disco, Pogo, Dingelingeling habe ich gerade keine Lust, weil das einfach viel zu weit weg ist. Das kann ich euch auch einfach nur empfehlen, Leute. Wenn ihr keine Lust habt, zum Beispiel tanzen zu gehen mit der Freundin, weil das ist schon ein bisschen nervig, weil ihr müsst erstmal ist die Disco meistens richtig weit weg. Und dann dauert das Tanzen auch noch so 2-3 Minuten. Und dann noch zurückfahren und, oh, das ist einfach schrecklich. Da fahre ich die hier lieber durch die Gegend. Auch wenn die Freundin manchmal ein bisschen meckern und sagen, CJ, du fährst zu schnell. CJ, du fährst zu langsam. CJ, langsam fährst du aber zu schnell. CJ, fahr mal schneller, du bist zu langsam. Und. Aber bei ihr geht das, wie ihr sehen könnt, relativ einfach. Besonders auf einem Motorrad, da ist sie... Hat sie sehr viel Spaß auf jeden Fall. Und ich habe natürlich... Abseits der Aufnahme schon mal wieder ein bisschen was mit ihr unternommen, dass wir jetzt gleich auf jeden Fall die 50% Belohnung bekommen. Und zwar die Schlüssel für ihren Ranger da vorne. Das Auto da vorne. Aber jetzt lasst uns erstmal den heißen Kaffee genießen. Oh ja, Baby. Auf jeden Fall.
Ist jetzt natürlich kein so spektakuläres Auto, ne, ein Ranger. Ja, ja. Da drin geht die Post ab. So. Barbara mag dich jetzt wirklich. Sie hat dir ihre Autoschlüssel dagelassen. Das ist zu gütig. Jetzt können wir nur leider noch nicht hier rein. Weil... Ja. Wie gesagt, man kennt das Spiel. Wir müssen erstmal wieder am nächsten Tag hierher kommen. Dann steht hier nämlich das offene Auto. Also bis gleich, Leute. Und da wären wir wieder. Und jetzt müsste das Auto auch wieder offen sein. Und ja. Ist nicht so spektakulär, aber... Ja, hey, es ist ein Ranger. Sie gibt uns quasi ab 50% die Power für ihren Ranger. Ist das nicht toll? Naja, ich date sie dann mal weiter und dann sehen wir uns wieder, wenn die 100% Marke geknackt ist, um uns die letzte Belohnung anzugucken, und zwar die Polizeiuniform. Das wird interessant, wie CJ darin aussieht. Also, worauf warten wir noch? So, Leute, da sind wir wieder. Wir stehen jetzt kurz davor, die 100% Fortschritt bei ihr zu haben. Aber vorher... Komm her, Barbara. Küss mich auf den Mund. Hey, darf ich dich jetzt küssen? Da stand doch eben, ich darf dich küssen. Okay. Sie will anscheinend nicht mehr. Egal. Ich hätte fast unsere Tradition vergessen. Also, Barbara, wink mal in die Kamera. Ist ja irgendwie auch wie so ein Abschied aus diesem Video. Also, sag mal tschüss zu den Zuschauern. Tschüss, Zuschauer. Tschüss. So. Aber jetzt wollen wir mal den finalen heißen Kaffee genießen. Und dann bekommen wir unsere Polizeiuniform. Juhu. Ja, Polizeiuniform. Komm. Ja. So. Körperfett erhöht. Du bist völlig verfettet. Na und? Karl steht dazu. Das ist eine Wohlstandsplauze. Das kann halt mal passieren, wenn man die ganze Zeit nur Freundin datet und hin und wieder auch mal was zu sich nimmt. Bisschen was essen geht und so. Das ist halt nicht so einfach, das alles unter einen Hut zu kriegen. Aber wir haben zumindest 100% bei ihr. Und jetzt müsste eigentlich da auch gleich wieder die Nachricht aufploppen. Oh, seht euch mal dieses Schwabbelfett an. Ah, CJ. Wie kann man gegen CJ bei "Ich sehe was, was du nicht siehst" gewinnen? Indem man einfach sagt, CJ, ich sehe was, was du nicht siehst, und das ist schwarz und das trägst du an deinen Füßen. Was denn? Ich sehe da unten gar nichts. Ja, normal, dass du nichts siehst wegen deiner Schwabbelplauze. So, jetzt müsst ihr aber eigentlich gleich eine... Ja, deine Freundin hat dir ein Geschenk gekauft. Fahr nach Hause und schau in deine Garderobe. Und das mache ich jetzt mit Vergnügen und sofort. Bis gleich. Und da wären wir auch schon. Und lass uns mal das Sanitäter-Outfit ausziehen, sofern Karl da noch durch die Tür passt. Ah, scheint noch zu gehen. Scheint noch zu gehen. Bisschen Luft ist noch. So, Sonderkleidung. Und dann natürlich... Die Cop-Kleidung. Heißt einfach nur Cop. Yeah, mit der Goldkette, ja. Jetzt sehen wir aus wie Officer Tempany, nur ein bisschen fetter. So. Ich finde, so kann man doch erstmal rumlaufen. Sieht doch ziemlich cool aus mit der Sonnenbrille und der schwarzen Cap. Und natürlich mit der Goldkette. Und der Rolex am Handgelenk. Ja. Das war auf jeden Fall mein, ich sage mal, Special Part zu den 6 Freundinnen. Ist jetzt ein ziemlich langes Video geworden, aber ja, das war abzusehen, denn es gibt einfach so viele Informationen über die Freundinnen, die man, ja, vermitteln kann. Das waren noch nicht mal alle, die ich jetzt genannt hatte, aber die ich am wichtigsten erachtet habe, die habe ich mit in das Video genommen. Und ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Und wenn es euch gefallen haben sollte, dann würde es mich wie immer freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei sein würdet. Und bis dann sag ich mal ciao. Bis zum nächsten Mal. Hua! 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 Ich bin dick.